Da bin ich wieder. Ich war mal so frei und hab den Scheiß schon mal eingeräumt. Jetzt haben wir hier irgendwelche komische Lederrüstungen. Ihr wisst nicht, was ich damit machen will. Kann man die Verzauberung vielleicht runternehmen und dann auf ein Buch packen? Wäre schön, wenn das funktioniert. Ansonsten ist das halt Schrott und ich kann es eigentlich wegschmeißen. Und dann haben wir hier noch so eine verdächtige Suppe, die wohl früher einen Geschwindigkeitsbuff gegeben hat, aber jetzt Nachtsicht gibt. Mit Nachtsicht kannst du Nachtschicht schieben. Du bist jetzt ein Fischer. Du willst String, ja, Angelschnur, klar. Jo, dann könnten wir jetzt mal. Ich brauche neues Wasser. Naja, kann ich gar gleich unterwegs holen. Den seht ihr ja nicht so richtig, weil von meiner Facecam verdeckt wird. Ich muss mal hier kurz das wegnehmen, dann sieht er halt auch hier groß. Wir sind da unten. Das ist, glaube ich, die zweite Karte von den Wasserzombie-Schiff. Und das dürfte von hier die Karte sein. Da wollen wir jetzt hin. Boot rausgeholt. Das wieder da rein. Unser Schild hat ganz schön gelitten. Meine Nerven haben auch ganz schön gelitten von den blöden Kack-Dreizack-Pennern. Ich müsste mal den Kackstifter wegmachen. Ich mach das jetzt. Ich hab grad den Platz dafür. Nee, hab ich nicht. Kannst die Erde haben. Erstmal einen großen Bogen drum nehmen. Ach, waren das noch Zeiten, als Wasser sicher war? Du konntest dich im Wasser aufhalten, ohne Stress zu bekommen, weil es keine Gegner gab. Im Wasser. Aber mit den Dreizackpennern ist ja richtig übel. Da brauchst du eigentlich eine Diamantenrüstung, um da keinen Schaden zu nehmen. Oder halt ein Schild, was eine Weile hält. Da muss ich erstmal noch denn raus. Ich bin, glaub, zu weit geschwommen. Karte, was sagst du? Ich bin viel zu weit. Ich sehe da wieder eine Schatzkiste für uns, glaube ich. Schild. Du musst mal weg. Oder ich pack mal das Schild. Wo kann ich denn das hinpacken? Zur Erde. Falls ich es brauche, kann ich das schnell ausrüsten. Obwohl ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie ich schneller bin. Ich bin kein PvP-Heinz, der irgendwie schnell durchs Inventar sich wühlen kann. Was sagt die Karte? Pfeil ist genau da. Das ist keine Schaufel, das ist eine Spitzhacke. Buddel. Buddel! Schön! Macht. Diamant! Er braucht noch zwei. Dann habe ich schon meine Eisen. Nicht eine Diamantspitzhacke. Da ist mein Inventar schon wieder voll, wa? Ich brauche eine Tür. Ich glaube, hier dürfte ich nicht jetzt das Problem kriegen mit den blöden Dreizackpennern. Hoffe ich. Erstmal Dings ausrüsten. Ich habe ausrüsten gesagt. Was sagt denn die Sonne? Die Sonne sagt, Zeit für Action. Dürfte ja irgendwo hier zwischen sein. Und dann Sand. Nee. Okay. Wir ziehen weiter nach unten. Gibt's hier keine Schatzkiste oder was? Die ist direkt unter dem Kackblock. Soldaten. Yay, jetzt habe ich noch mehr komische
Steine. Wow, das ist ja ein toller Fund hier. Da bin ich ja richtig begeistert von. Jetzt bin ich voll. Ich muss noch die Tür mitnehmen. Und schmeiß ich ihn weg. Weg damit. Brauch die Scheiße nicht. Die Tür ist wichtiger. Ja, dann kann ich ja wieder weg hier, wa? Dann kann ich ja gleich wieder zurück, weil mein Inventar ist schon wieder voll. Man bräuchte ein größeres Inventar. Ich bräuchte diese Schulkerboxen, glaube ich. Dafür müsste ich aber erstmal ins Ende. Und den Enderdrachen töten. Und dann so eine scheiß Festung finden, so eine Endfestung. Musst du auch erstmal machen. Ich park mal lieber auf der anderen Seite. Ich glaube, so ein Schiffswrack ist ein guter Spawning-Punkt für so scheiß Zombies. Und ich park mal rückwärts, dann kann ich mich gleich nach vorne schwimmen. Ist das schon gut? Ich habe keinen Platz. Sorry. Habe ich die Kisten mitgenommen? Nö, natürlich nicht. Lass doch die Kisten einfach liegen. TNT ist ja toll. Ein Diamant. Das ist toll. Ein Diamant ist toll. Noch mehr Eisen. Fleisch. Brauche ich noch. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Das brauche ich gerade nicht. Damit kann ich diese Karte auch wegpacken. So viel Erde brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Ich kann gleich wieder neue Dings machen. Brauche ich gerade Fische? Nein. Die sind gekocht. Aber jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen. Tür. Störe ich euch? Ey, verpissen Sie sich. Das mit dem begrenzten Inventar ist ja nicht so doll. Ich habe ein zweites Eisenschwert, was ja eigentlich erstmal weg kann, wa? So, dann bleibt ja nur noch eine Dings. Und erstmal schlafen. Wunderbar. Mir noch gar nicht aufgefallen, dass hier Mosi Cobblestone ist. Das zur Seite. Brauche ich gerade eigentlich Steine? Ich brauche keine Steine. Ich habe Erde. Und notfalls habe ich Holz. Und dann mache ich das auch dahin. Die Tür vielleicht lieber dahin. Den Wasser einmal mal füllen. Da war auch schon mal wieder Wasser. Und dann jetzt auf zum letzten Schatz. Na, vielleicht finden wir hier noch irgendwie ein Eis. Ein tiefen Eis. Irgendwelche Schiffswracks. Und noch mehr Kisten. Wir können da Diamanten herbekommen. Da war blaues Eis. Davon haben wir hier vernünftig auch ein Zeug. Hallo, ihr Eisbären. Ist das eine Wüste? Das sieht aus wie eine Wüste. Das finde ich auch schon mal gut. Wie sieht es eigentlich aus hier mit Spawnen? Wie ist das Spawnverhalten auf dem Eis von Viechern? Ich habe keinen Kompass bei, wa? Ich sollte nicht mich hier verlaufen im Eis. Bäh. Noch mehr blaues Eis, sehr schön.
Muss mal gucken. Ich bin zu weit. Ja klar, ich hätte ja da durch den Fluss gehen können. Kommt doch her, ihr finsteren Schergen! Nee, eigentlich bitte nicht. Bitte lasst mich in Ruhe. Also da hinten haben wir eine Wüste, wie es aussieht. Hier haben wir erstmal Savanne natürlich. Was fehlt denn noch? Dschungel. Viel Dschungelholz und halt ein Nadelholz. Ach ja, dunkle Eiche gibt es ja auch. Also einen dunklen Eichenwald bräuchten wir auch. Was sagt die Karte? Bin ich da? Ich bin in der Nähe. Das wird größer. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe von den Wasserzombies Respekt. Ich sehe da hinten Berge. Und wir scheinen da zu sein. Das sieht in der Savanne immer so dunkel aus. Berge. Dann heißt das doch auch Tannenholz. Vielleicht. Das ist hier. Dieses Boot, ey. Bitte lasst mich in Ruhe, ihr Penner. Trick 17! Drei Diamanten! Sofort gefunden! Finde ich super! Das spart mir Zeit! Moment! Kann ich auch gleich mitnehmen hier. Was soll's? Dann haben wir drei Diamanten. Denn jetzt haben wir vier Diamanten. Ich habe ein zu viel. Nee, habe ich nicht. Ich brauche noch mal drei. Verzauberungstisch. Ich habe den Verzauberungstisch vergessen. Scheiße. Ich brauche noch mal so einen Schiffswrack und so eine Karte und dann noch mal drei Diamanten da drin. Das wäre ja super. Ich sehe da hinten Berge. Ich will Nadelholz. Wenn ich schon mal unterwegs bin. Es geht schneller übers Wasser, aber hier sind die scheiß Dreizackpenner. Ah, es ist unangenehm im Wasser mittlerweile. Es ist wirklich unangenehm. Da brennt es? Warum brennt es da? Ist da etwa Lava? Ja! Haben wir schon mal ein kleines Lava-Becken. Ist ja auch ganz gut, denn für Ofen befeuern. Solange. Nadelholz, solange wir noch nicht in Nether sein können. Sieht ein bisschen aus wie ein Chrysler-Building. Ist die Chrysler-Spitze. Wir haben ein Wahrzeichen. Da haben wir Nadelholz. Da haben wir Nadelholz. Haben wir auch gleich hier einen Nadelwald vielleicht? Moment. Das ist ein Einzelner, oder? Ja, das ist ein Einzelner. Da haben wir noch mehr. Und da ist ein Wald mit Birken. Birkenwald. Birkenwaldinsel. Rote Wüste. Mesa-Biom. Geil. Cool. Ich weiß noch damals, als das halt neu war mit dem Mesa-Biom. Als ich dann erstmal eine Karte generiert habe, um zu gucken, wie das aussieht. Und ewig rumgeflogen bin, um so einen Scheiß zu finden. Wie komme ich jetzt da am besten hoch? Ich will Nadel. Ich will Nadelsetzling.
Ist hier gut? Ist da gut? Ist Saat gut? Das Wasser ist hier seltsam. Alles wegen der Biomsgrenze. Erstmal da ins Wasser fallen. Ich brauche Erde. Ich brauche gerade keinen Sand. Dann baust du dich halt hoch, meine Fresse. Wird ja eh alles übergrast, denn. Ich kann ja ins Wasser springen. Da ist eine Höhle. Und da ist eine Höhle. Und da ist was zum Ausleuchten. Da ist Kohle und da ist eine Höhle. Also können mich finstere Gesellen mal wieder von hinten überraschen. Du Baum, du bist dran. Warum leckt denn das? Ich spiele hier nicht auf dem Server. Auf zu längen. Okay. Dann kann der erstmal die Cane. Na scheiße, jetzt ist hier natürlich kein Baum in der Nähe. Macht sich natürlich besser, wenn die schön in der Nähe alle sind, die Bäume. Da kann man nämlich gleich den nächsten Baum abholzen, solange das da alles decayt. Der ist ein Lama. Oder Alpaka. Weiß ich schon mal, wo ich so ein Scheißvieh finde. Du bist noch klein. Riesiger Kopf, kleiner Körper. Und eine Kuh ist auch in der Nähe. Die Kämer schön. Die machen so seltsame Geräusche. Die machen eklige Geräusche. Die können einen anspucken und Schaden machen, wie es aussieht. Menschen anspucken geht übrigens auch als Körperverletzung. Also nicht einfach irgendwelche Leute anspucken. Warum ist das so? Wegen Körperverletzung, Krankheitsübertragung zum Scheiß. So. Ist ein bisschen armselig. Ich dachte, hier wären irgendwie ein Wald vielleicht. Da sind nur ein paar Bäume. Ich würde jetzt gerne landeinwärts wieder zurück. Wisst jetzt ja. Da hätte ich mein Boot wieder mitnehmen können. Scheiße. Holen wir kurz mal das Bett raus. Müssen wir natürlich warten, dass der ganze Scheiß da decayt. Meh. Muh. Ist hier ein Setzling. Einen haben wir schon mal. Ich brauche mindestens 4. Ich möchte gerne einen großen Baum haben. Ich mag die großen Bäume. Ich helfe mal danach. Kann ich da irgendwie hoch? Dann runterfallen am besten. Das ist ja jetzt hier mit den Setzlingen nicht so doll, wa? Ein Haufen Stöcke. 3 haben wir. Geh mir mal aus dem Weg, du Kuh. Na gut. Wo ist mein Boot? Mein Boot ist irgendwo da.
Ich weiß gar nicht, wo ich mein Boot geparkt habe. Ganz toll. Ja, nochmal zwei. Da ist mein Boot. Okay, so weit springt man jetzt auch nicht. Aber man springt ziemlich tief ins Wasser. Noch mehr Lava-Gedöns. Bisschen im Wasser achten wegen Gedöns. Vielleicht noch auch hier ein bisschen Schätze. Was sagt die Zeit? Was, schon 20 Minuten? Ich gehe mal hier lieber landanwärts weiter. Das Wasser geht mir auf den Sack. Ich habe hier noch Wasser gesehen. Sehe ich da hinten einen Dschungel? Ich renne schon. Nee, tue ich gar nicht. Ich bin hungrig. Frag mich, warum rennt er denn nicht, der Junge? Renn doch mal. Nee, du bist hungrig. Der wird nicht mit rennen. Was natürlich in Gefahrensituationen nicht sehr gut gewesen wäre. Nicht mehr wegrennen zu können. Aber Rennen war jetzt im Boot auch nicht wichtig. Kannst du mich nicht rennen? Kannst du nur booten? Achso, ist ein Sumpf. Ah, toll. Slime. Gibt's Slime noch im Sumpf? Das wäre jetzt aber ein tiefer Fall gewesen. Ah, schön. Schöne Schlucht. Ja, okay. Ich dachte, da geht's irgendwie noch tiefer. So eine richtig tiefe Schlucht. Die ganz nach unten geht. Das wär's. Interessantes Loch, nö. Der ist Wüste. Sehe ich vielleicht irgendwo so ein scheiß Hexenhäuschen? Ich glaube nicht. Habe ich einen Kompass bekommen? Nö, ich habe nicht nochmal einen Kompass bekommen. Den habe ich alleine weggepackt. In die Kiste gepackt. Sieht aus wie die Sphinx. Das ist cool irgendwie. Hey! Dunkle Eiche! Dunkle Eiche ist aber auch dunkel. Voller Monster. Aber gegen Dunkelheit gibt es einen Trick. Man geht einfach an den Rand und baut sich hoch auf den Baum und baut es von innen heraus. Oder ich baue einfach die Blätter ab von oben. Wen stört's? Mich nicht. Krieg vielleicht hier noch dunkle Eiche. Sehr schön. Dann fehlt uns nur noch Dschungelbaum. Nicht wahr? Hey, ein Apfel. Dunkle Eiche ist auch hübsch. Jo. Du hast ja jetzt Auswahl. Kannst dir jetzt überlegen, aus welchem Holz du den ganzen Scheiß baust. Gab's ja früher auch nicht. Da gab's eine Holzart. Du musst dir reichen. Das ist ja riesiges Feld hier zum Abbauen. Ohne dich mit irgendwelchen Viechern auseinandersetzen zu müssen, kann ich das einfach hier abpflücken. Finde ich doch super. Ist doch toll. Und notfalls haben wir da nochmal Birken. Und solange ich hier nicht irgendwie durch ein Loch falle, bin ich hier oben sicher. Kann ich ja ein bisschen... Hey, Pilze. Pilze sind doch super. Habe ich nicht unten welche gesehen? Lianen. Brauche ich denn später auch?
Wissen wir schon mal, wo wir was hier bekommen? Ja, bekommst du was hier? Erstmal runterfallen. Und ins Wasser springen. Ja, ich würd so einen Pilz gerne abbauen. Damit wir da auch schon mal das haben. Moment. Ich brauch keine. Ich brauch keinen Kompass. Ich habe die Schatzkarten. Damit kann ich ja auch mich orientieren. Böse Viecher. Dumm mit Wasser. Hattet nur eine begrenzte Chance, irgendwie was fallen zu lassen? Ich glaube schon, ja. Habe ich Platz? Ich habe Platz. Ich dachte, da kommt mehr raus. Immer schön vorsichtig. Bräuchte man noch einen braunen Pilz? Da hätten wir schon mal braune Pilze. Ich dachte, hier kriegt man mehr raus. Bauen wir den mal komplett ab. Der ist dann weg. Brauner Pilz, da wäre ein bisschen weiter drin. Dann nutzen wir gleich mal hier ein bisschen. Okay, hier müsste ich weiter da lang. Will ich aber nicht. Wenn wir jetzt die Wüste lang gehen, dürfen wir dann doch irgendwann zu den Teil kommen, wo wir das gesehen haben, dass da Wüste ist. Ja, spring in den Kaktus rein. Uhuhu. Das macht sich doch gut. Irgendein dummen Tempel vielleicht noch? Das wäre... Ein Tempel wäre jetzt echt Jackpot. Weil für einen Tempel musst du nicht viel tun. Da musst du dich einfach nur runtergraben. Und der TNT einsammeln. Und dann wartet. Hier musst du rumbuddeln. Wie blöde. Oh, ich habe keinen Platz. Okay, das ist ja schon mal... Das ist ja richtig viel, ist das. Und viele Emeralds. So viele Emeralds. Mein Name ist Emerald Flint. Kennt natürlich keine Sau jetzt, die Anspielung. Irgendwo da müsste doch die Kiste sein. Nee, ist das schon draußen? Ich habe keine Angst mehr. Sollte ich schlafen? Ich sollte schlafen. Fall da jetzt nicht da rein. Ich brauche eine neue Axt. Und ich kann die aus Metall machen. Weil ich das... Achso, das ist eine Axt. Battle Axe. Oder ich gehe da einfach unten durch. Und spare mir den ganzen Aufriss. Achso, ich habe keinen Platz. Nimm mal dieses... Platzprobleme. Was sagt die Uhr? Wir sind gleich durch für diese Folge. Was packen wir weg? Ich pack die Pilze erstmal da rein. Und den Apfel.
Und ja, keine Ahnung. Das ist wichtig. Und das ist wichtig. Okay, ich komme irgendwann mal wieder. Ich stelle mir jetzt hier rauf. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal hier bei Minecraft mit mir, den Lars. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Ich habe was gesehen. Da sind sie wieder, die Penner. Nee, mit denen lege ich mich noch nicht an. Nicht, wenn ich keine Diamanten habe. Keine Diamantenrüstung. Nee, nee, nee. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier. Tschüss.